Der queere Tanztee findet hier in Plant und Blumen statt, im Herzen von Hamburg. Zwischen Kinderspielplatz und Möglichkeiten für Rentnerinnen und Rentner, sich zu erholen. Plant und Blumen ist für viele Menschen auf St. Pauli, die prekär leben, eine Möglichkeit, mal eben schnell einen kleinen Urlaub vom Alltag zu machen. Und wir als queere Community mit allen Freundinnen und Freunden sind hier mittendrin und feiern mit den wundervollen Menschen, die heute hier sind. Ich freue mich über ein grandioses Publikum, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Von den kulturellen Backgrounds, den unterschiedlichen Identitäten, den körperlichen Realitäten. Hier feiert heute ein ganzer Regenbogen an Menschen miteinander. Wie wichtig das ist, aber auch wie nicht selbstverständlich, zeigt der Mord an Malte. Malte C., ein Transmann, ist letzte Woche während des CSDs in Münster umgebracht worden. Er ist umgebracht worden, weil er sich schützend vor Frauen gestellt hat, die aufs Übelste von jungen Männern bepöbelt wurden. Malte hat im Prinzip alles richtig gemacht. Er hat soziales Engagement gezeigt, er ist eingeschritten und er wurde dabei umgebracht. Er wurde so von den jungen Männern zusammengeschlagen, dass er im Krankenhaus ins Koma versetzt werden musste und dann vor 2 Tagen am Freitag verstorben ist. Malte ist einer von uns. Denn Malte würde genau heute hier sitzen mit seinen Transfreunden und mit uns zusammen feiern und diesen Tag zu dem machen, was er ist. Mit Malte ist einer von uns ermordet worden. Und ich kann nur sagen, wir als queere Community können es uns nicht erlauben, auch nur eine weitere Person zu verlieren. Wir als queere Community können es uns nicht erlauben, jetzt einfach weiterzumachen. Denn Malte ist leider kein Einzelfall. In diesem Jahr gab es so viele Übergriffe bei CSDs und im Alltag auf queere Menschen wie noch nie. Wir erinnern uns auch an Oslo. Im Juni schießt ein junger Mann mit einem Schnellfeuergewehr 21 Schüsse in einen queeren Club. Vor der Wunderbar, ganz hier um die Ecke auf St. Pauli, werden immer wieder queere Menschen attackiert. Ehrlich gesagt, das passiert nicht einfach so. Das ist nicht irgendwie Schicksal oder Gott gegeben. Wir wissen heute, zu über 80% solcher Taten werden von Männern im Alter zwischen 15 und 30 Jahren gemacht. Was ist das für eine Gesellschaft, in der Männer in diesem Alter quasi zu Waffen werden? Was ist das für eine Gesellschaft, die das akzeptiert und zulässt? Liebe Mehrheitsgesellschaft, wir als queere Community tun unglaublich viel. Wir tun unseren Teil. Wir gehen in Schulen und machen Aufklärungsunterricht. Unzählige von uns engagieren sich, zeigen sich und sind großartige Beispiele für Diversität und Vielfalt. Wir machen Veranstaltungen wie die heutige und wir engagieren uns. Aber das reicht nicht. Liebe Mehrheitsgesellschaft, lieber heterosexueller Mainstream, ihr seid dran. Ihr seid auch dran. Einen Moment. Liebe Mütter, bitte erzieht eure Söhne so, dass sie keine Mörder werden, dass sie nicht glauben, es ist okay, Menschen, die nicht dem Mainstream entsprechen, sind Beute oder können belästigt werden oder es wäre irgendwie okay, übergriffig zu sein. Wichtiger, liebe Männer in der Mehrheitsgesellschaft, ihr müsst handeln. Ihr müsst einschreiten, wenn beim Biertrinken frauenfeindliche Sprüche abgelassen werden, wenn gegen Transmenschen oder queere Menschen gehetzt wird. Liebe Männer, es ist eure Aufgabe, langsam mal erwachsen zu werden, einzuschreiten, Positionen zu beziehen und der ganzen wirklich menschenverachtenden Scheiße, die in diesen heterosexuellen Männeralltag eingewoben ist, entgegenzutreten. Wir feiern heute, aber wir gedenken eben heute auch dem 25 Jahre alten Jungen, 25 Jahre jung, ich fasse es nicht, 25 Jahre jungen Transmann Malte C., der wie gesagt am Freitag verstorben ist, der umgebracht wurde.
Der englische Filmemacher und Dichter Derek Jarman schreibt über seine verstorbenen Freunde: I walk in this garden holding the hands of dead friends. Und ich möchte, dass wir das heute auch hier tun. Lasst uns zusammen feiern und lasst uns aber auch allen unseren verstorbenen Freunden gedenken. Die Freunde, die an HIV und AIDS gestorben sind, die queeren Freunde, die zum Beispiel in Uganda oder im Irak gerade heute umgebracht werden, die Transfrauen, die in den USA zuerst vergewaltigt werden und dann umgebracht werden, alle queeren Menschen, die umgebracht werden. Es passiert eben tagtäglich. Malte ist einer von uns. Malte, wir denken an dich, wir halten heute hier deine Hand. Dankeschön.